Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nyan Cat Simulator 2.0. Das erinnert mich an das alte Spiel Cat Quest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war richtig, richtig gut. Also ich habe nur ein Let's Play davon angeguckt, wollte es eigentlich immer mal spielen. Habe es dann irgendwie nie gemacht, so ein RPG, so ein Action-RPG. Wir lesen auf jeden Fall das Buch. Zu Hause. Fragezeichen. Was könnte da drin nur stehen? Wir können jetzt ziemlich sicher... Ich glaube, ich habe schon eine Idee, wo... Hast du die richtige Entscheidung getroffen? Willst du die Macht in dir entfesseln? Schließlich geht es mir nur um deine Sicherheit. Quest abgeschossen, 1 hoch. Magiefähigkeiten erlernt, Fähigkeiten Feuerball erlernt. Eine neue Aufgabe. Questerfolg, seht ihr nicht. Aber, nicht Quest, sondern Steam-Erfolg. Fortschritt wurde gespeichert. Ich dachte, du wolltest das Buch studieren. Ja, du bist eingeschlafen. Gute Güte. Wie? Hattest du einen seltsamen Traum? Deine Macht entfesseln? Welche Macht? Vielleicht bedeutet das... Lass uns rausgehen, Jan! Oder hattest du vor, das Dach über unseren Köpfen zu zerstören? Du bist wirklich ein nichtsnutziges Enkelkind, oder? Was ist mit dir los? Wie redet der mit mir? Wie redet der mit dir? Das ist gleich. Ich esse den. Drücke LT, um zu feuerballen. Oh, nice. Alter. Gute Güte, Nyan. Du hast gerade Magie verwendet. Bedeutet das, Onkel Pain war ein... Dieser nervige Weise muss das wissen. Such wie. Okay, das ist schon overpowered. Bisschen laut, aber es geht. Ist auf jeden Fall nice animiert, muss man sagen. Ist echt nice animiert. Pfotendorf. Wir gehen zum Weisen direkt. Ach ja. Bisschen spazieren. Angenehm. Bisschen durch die Gegend rollen. Ich glaube, ich benutze den Zauber gleich mal gegen so einen Schleim. Die freuen sich, verbrannt zu werden. Echt ganz nice. Die geben Kohle? Nein, dadurch, dass ich sie verbrenne, oder was? Oder war das jetzt Zufall? Falsche Taste. Ist auch halt ziemlich simpel zum Zielen. Man muss eigentlich nur anvisieren und feuern. Ist schon mal gut. Für die, wo es jetzt nicht so... Ja... Die es nicht so haben mit dem Kampfmodus. Das ist eigentlich relativ benutzerfreundlich einfach gemacht. Finde ich ganz gut. Kostet natürlich alles Energie. Ciao. Level oder sowas gibt es hier, glaube ich, nicht. Also, dass man aufleveln kann. Wir reden mit dem Weisen. Du bist's. Hast du es herausgefunden? Wirklich? Ich hätte nie erwartet, dass du so effizient sein würdest. Dieser junge Proviantmeister hat dir geholfen? Kein Wunder. Ich bin immer noch von deinem Mut beeindruckt. Du begreifst die Situation nicht ganz und machst dennoch Druck. Ich bin mir nicht sicher, ob das clever oder sorglos ist. Nun gut, ich werde deine Fragen beantworten. Was willst du wissen? Über Monster, über das Buch. Fangen wir mal mit dem Monster an. Es begann
langer Zeit. Kanoidera war dank des großen Königs Leonidas ein friedenvoller Kontinent. Ach so, ist der Kontinent, okay. Der König versuchte sein Bestes, diese Harmonie zwischen seinem Volk und den Monstern, die in der umgebenden Wildnis lebten, zu bewahren. Natürlich sind einige Monster nicht so friedlich, beispielsweise Orks und Hyänen. Sie dachten auf ihr Revier und greifen jeden an, der ihre Heimat durchquert. Lasst sie in Ruhe und sie machen keinen Ärger. Aber eines Tages begannen die Monster ohne erkennbaren Grund gewalttätig zu werden. Wir nannten das Phänomen die Kalamität. Stadtleute begannen um ihre Sicherheit zu bangen und doch kümmerte das diejenigen, der zu dieser Zeit den Thron bekleidete, den Nachfolger von König Lyras, anscheinend nicht. Und so arbeiteten die Gelehrten an den Königlichen Akademie Tag und Nacht, um die Ursache zu finden. Dies führt uns zu der Entdeckung, dass diese Monster irgendwie von mysteriösen Relikten beeinflusst werden. Diese Relikte wurden auf akademischen Expeditionen in Höhlenruinen entdeckt. Aber wir haben immer noch keine Ahnung, wo sie herkommen oder welche Macht sie besitzen. Eigentlich dachte man, die Kalamität wäre damals vorübergegangen, aber jetzt sind wir Jahre später mit demselben Problem konfrontiert. Eines weiß ich sicher, wir müssen die Relikte unbedingt aufspüren. Nun haben wir das Problem, dass, soweit ich weiß, es keinen Zauberwirker mehr gibt. Du bist sicher vertraut mit den Antimagiegesetzen, die das Reich erlassen hat. Kurz nachdem man die Monster in ihren Schranken verwiesen hatte, wurde Magie verboten. Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Ich vertraue dir noch immer nicht ganz, aber du bist die fähigste Person für diese Aufgabe. Wir müssen die Relikte sammeln. Hast du den Mut für diese Aufgabe? Warum ich? Natürlich, ja klar, warum denn nicht? Wer denn sonst? Ich bin der Protagonist. Wer soll das denn sonst tun? Danke dir. Ich werde dir erklären, was du tun musst. Wir müssen die antike Relikte aufspüren. Dieses das ist brutal ohrenbetäubend. Ich muss das leise stellen. Meine Kollegen versiegelten sich in verschiedenen Dungeons. Um ihre Entdeckung zu verhindern, verrieten sie ihre Orte nicht. Ich glaube, dass sich in der Nähe ein Dungeon befindet. Da sollten wir mit der Suche beginnen. Bevor du gehst, solltest du dir eine wichtige Sache ins Gedächtnis rufen. Niemand darf von dieser Sache wissen. Alter. Nicht mal deine Vorgesetzten. Vor allem die nicht, oder? Alles, was wir in dieser Hütte besprochen haben, musst du für dich behalten. Wenn irgendjemand von Reich davon erfährt, wäre das gefährlich für dich, für mich und das gesamte Dorf. Wir müssen vorsichtig sein. Deine Sicherheit hat höchste Priorität. Wir wollen doch unsere einzige Hoffnung auf die Wiederherstellung des Friedens nicht verlieren. Oder? Viel Glück. Option. Nein. Sound. Soundeffekte. Vielleicht so 30, hä? 30, 30. Ich glaube, das ist nicht leiser dadurch. Okay, Moment. Wo könnte das... Ist das die Stimmen? Machen wir mal das runter. Nein, das ist auch nicht. Ah, das ist so ohrenbetäubend, das Geräusch, Mann. Ist das Umgebung? Nee, das ist auch nicht. Ich glaube, es ist auf 80. Ja, jetzt ist es halt so. Ist halt so, das wird halt weiter ordentlich sein. Kann ich die Kiste hier? Ne? Nein, geht nicht. Was haben wir hier? Zauberbuch. Fähigkeiten. Schwert, Bogen, Feuer, Wasser, Wind, Erd. Cool, die vier Elemente. Wir gehen raus. Also was genau muss ich jetzt machen? Ich soll in den Dungeon oder... Auf jeden Fall rede ich mit niemandem darüber. Wir gucken mal kurz Quests.
Gehe zur Flusshöhle auf der westlichen Pfotenweide. Ey, ich lese hier gerade. Westlich, wahrscheinlich bei den Orks der Dungeon, wo wir da gesehen haben, ziemlich sicher, oder? Ich hoffe wirklich. Also das wäre jetzt westlich. Ciao. Westliche Pfotenweise. Ja, ich glaube, wir sind hier ziemlich richtig. Was ist hier? War das über die Brücke? Wir gehen jetzt mal kurz hier entlang. Ja, perfekt. Wir speichern. Oh, schön, dass ich speichern kann. Klasse. Flussdungeon, Ebene 1. Ich habe gehört, dass die Monster in diesen Dungeon stärker sind als die draußen. Glaubst du, dass wir hier drinnen ein antikes Relikt finden werden? Was, wenn wir ausgetrickst wurden und sinnlos sterben? Nein, 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 nein. Ich werde das nicht geschehen lassen. Wir müssen überleben, Jan. Und den Weisen zeigen, dass wir die Aufgabe gewachsen sind. Safe. Geräusch flauschen. Fledermausflügel. Pfotenpenny. Oh, rachsüchtige Seelen. Nice, jetzt schon. Die haben ja gesehen, dass sie die für irgendwas nachher brauchen. Ist aber ganz angenehm, also schwierig ist das Kämpfen jetzt so an sich eigentlich nicht. Ruhe, Pennies. Pennies. Und 3 Äpfel. Hallo Flauschi. Das ist irgendwie voll süß. Ich will keine Flauschis kaputt schlagen. Das sind flauschig und die sind so... Ja, wobei, so flauschig sehen sie nicht wirklich aus. Dann sind Ebene 2. Oh, Alter, das ist direkt vor meinem Gesicht gespawnt. Oh, nice. Vielleicht sollte ich anvisieren. Ciao. Pfennies sammeln. Pfennies. Ein Pilzling. Oh mein Gott, der ist aggressiv. Weißt du was? Aua, er hat mich erwischt. Einen Giftpilz erhalten. Falsche Taste. Zack, 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 zack. Okay, wir müssen auch alle Gegner besiegen, bevor wir hier weiterkommen. Ich hatte gesehen, das ist eine Barriere, so eine Art. Inventarmäßig eigentlich aus, es ist schon bald voll. Milch. Erhöhungsgeschwindigkeit für ein paar Sekunden. Grünschleim. Ich sag euch, der grüne Schleim wird für Fackeln sein oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Erstmal hier entlang. Aua.
Äpfel. Pfotenbett. Dün, dün, dün. Oh, wir machen gut Kohle, hey. Oh, was ist da? Ach, da haben wir die ganze Zeit eine falsche Taste. Springen kann man hier nicht, leider. Letzte. Guck natürlich noch darüber. Pfotenpennies, Pfotenpennies. Äpfel. Pfotenpennies. Oh, was haben wir hier noch? Oh, Secret-Truhe. Secret. Benötigt Schlüssel, Silberschlüssel. Also sogar Potenzial für wiederkehrend in die Dungeons zu gehen, um den Dinger zu öffnen. Aha. Alles mit dabei, richtige RPG-Elemente. So, wir gehen weiter. Es ist ziemlich ruhig hier. Das ist seltsam. Warte! Da ist etwas! Mach dich bereit! Besiege den Boss. Oh yeah. Nein, nicht teleportieren! Oh mein Gott, ich dachte, das ist ein Speicherpunkt, Alter! Ach, kann ich bitte wieder rein? Oh nein! Sag nicht, das ist wahr. Kann ich da wieder durchrennen? Na, oh mein Gott, hat er nicht gemacht! Es tut mir so leid. Oh, ich meine natürlich, ich wollte nur die Items farmen, das ist einfach wichtiger, deswegen machen wir das einfach alles noch. Scheiße. Ach, das war schon wieder falsche Taste. Zack, 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 zack. Ich bin nicht ausgewichen. War hier noch was? Sonst war hier nichts mehr. Tut mir leid, tut mir leid. Es ist ja nicht viel. Ich glaube, wir nehmen mal einen Hip-Hop. Nochmal. Und jetzt haben wir schon 19 Uhr. Wir sollten uns beeilen. Ich weiß ja nicht, wie lange der Tag geht. So, Speedrun hier durch. Und oh, die Kisten habe ich vorhin übersehen. Hat sich schon gelohnt. Oh mein Gott, vielleicht sollte ich mal anvisieren. Ja. So, niederkloppen. Ich glaube jetzt noch die Ebene und dann sind wir wieder da. Also auch dem Besten passiert halt mal sowas. Das kann man nichts gegen machen. Upsa. Warte, wo drücke ich immer die falsche Taste dafür? Findest du gewöhnt, dass R3 anvisieren ist? Ist so ungewohnt, dass das Dreieck ist. So, hier war kein Gegner mehr. Oh, die ganzen Kisten habe ich die letztes Mal mitgenommen oder sind die wieder neu? Nee, das habe ich tatsächlich vergessen. Portobelle, was?
Ciao. Wir nehmen nochmal ein Croissant. Nochmal. Ah, da hinten ist noch einer. Okay. So, jetzt. Hat ja jetzt nur 2-3 Minuten gedauert. Das ist ja, noch vertretbar. Ist noch vertretbar. Das ist ein Teleporter. Okay. Wuhu. Easy. Böse Pilz. Nee, böse Pilz. Der böse Pilz. Wow. Easy. Ja, das war ja nicht mal ein Hit. Nicht mal ein Hit. Puh, das war hart. Ja, danke für deine Hilfe übrigens. Ich nehme an, dass jedes Relikt so einen Wächter hat. Wir sollten den Weisen dazu befragen. Wie auch immer, lass uns das Relikt holen und hier schnell verschwinden, Jan. Kann man hier die Schwierigkeit ein bisschen hochdrehen? Jetzt mal ehrlich, das ist irgendwie schon... Nee, okay. Öffnen. Oh, ein Kupferschlüssel. Leider kein Silber. Relikt der Macht. War hier sonst eigentlich noch was? Ich glaube, sonst war hier nichts mehr. Nee. Okay, jetzt können wir uns raus teleportieren. Wir gehen zurück ins Potendorf. Wir haben schon 0.20 Uhr. Ach, ich liebe Schnellreisesysteme. Oh, was für ein anstrengender Tag. Der Boss war so ermüdend langweilig. Oh, ich muss mich, glaube ich, jetzt ins Bett hauen. Oh. Okay. Da können wir nachher Sachen verkaufen. So ermüdend. Ich würde sagen, wir gehen schlafen und sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder bei einer weiteren Folge. Fables? Ach, ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt. Ey. Es ist katastrophal. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.